wir sind hier an der nächsten Location. Wie man hinter uns irgendwie erkennen kann. Und wir werden jetzt hier mal gucken, was uns so hier erwartet. Viel Spaß mit dem Video. Das ist auf jeden Fall leer geräumt. Guck mal hier. Wie die Tapeten wieder schön von der Wende kommen hier. Irgendwie riecht das hier nach Katzenpipi. Ja. Puh. Ein Waschbecken in der Ecke. Die Decken sehen nicht mehr so gut aus. Und Schimmel, ohne Ende Schimmel. Da, Schwarzschimmel. Da ist die Wand schon eingefallen. Das ist doch voll 70er, 60er Jahre hier. Wofür das Fenster war, weiß ich allerdings auch nicht. Da war man gerade drin. Dann guck mal, da ist der Schornstein. Das ist wieder so eine Reinigungsklappe. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so schwarz hier. Ja, aber hoch brauchst du hier nicht gehen. Kannst du knicken. Das ist eine Holzdecke mit Lehm. Die hängt so durch. Hier hängt, oh, guck mal hier, ein Herd. Ah, da liegt schon die ganze Decke drauf. Hier stehen noch ein paar Sesseln drin. Guck mal, da war mal eine Tür. Zugemacht worden. Was ist das denn für eine Folterkammer hier? Hier in zwei Stufen hoch. Also Folterkammer. Eine schöne alte Tür mit so einem alten Schlösser hier. Kachelofen. Überall ausgebrot, komischerweise. So richtig wohl fühle ich mich hier nicht, sagt die Süde. Nee. Wie das Dach hier schon runterhängt auch. So, hier noch mal ein paar Schuppen. Guck mal hier. Hier ihre Wäsche gekocht. Das sieht fast so aus, wa? Da unten.
Da oben ist so ein Kessel drin. Ich hab da drin noch keine Toilette gesehen. Guckt mal, wie man hier noch auf Toilette gegangen ist. Kennt das von euch noch einer? Ist ja geil. Ich mach den Deckel jetzt nicht auf. Andere würden das machen. Hier ist einfach mal ein Plumpsklo noch. Das ist mir da drin nämlich schon aufgefallen, dass da ja keine Toilette war. Der hat hier schon. Wie gesagt, also hoch gehe ich nicht. Wo das schon reizt. Ja. Ich bin dafür zu schwer. Alles leer. Hier kriegt man einfach einen Fernseher drin. Da oben nicht schlecht. Die Toilette müssen wir ja noch mit rein, ja. So, also haben sie denn schon mal modernisiert? Hier sind drei Toiletten. Vier war das mit der Tür. Das heißt. Leuchte mal bitte hier rein. Ja, das sind die Abflussrohre. Das heißt, das ist ein Mehrfamilienhaus gewesen. Und früher sind die, haben die ein Plumpsklo gehabt und dann wurde anscheinend mal modernisiert, in Anführungsstrichen. Und dann hat man hier Toiletten hingebaut. Die Leute mussten aber trotzdem mal hoch. Guckt mal, hier kennt ihr das noch. Diese Männchen, Männlein, Weiblein. Strom geht nicht mehr. Wir sind hier so ringsrum. Überall Abstellschuppen. Das eigentliche Haus, Wohnhaus ist das. So, wenn ich, guck mal, da ist ein Eingang. Daneben ist ein Eingang und da ist ein Eingang. Also waren hier mindestens die globale Seite ist auch noch eine. Drei, vier Wohnungen drin. Und deswegen haben die hier auch mehrere Toiletten drin, dass jeder seine eigene Toilette hatte. Nee, mal gucken, so na, ich will ja nicht langlaufen, nur hier in die Kamera. Ja, nimm die Kamera mit. Pass auf, da oben hier nicht rein, die Decken sind durch. Ich will ja nicht. Lauter Türen zu sehen. Leider von hier aus nichts weiter zu sehen. Schade. Und? Ja, lauter Türen, du kannst aber noch nie wirklich was erkennen. Nee, aber mir ist gerade was aufgefallen. Warten. Leute, wie lange steht das bitte leer? Guckt euch mal die Eingangstüren, die Schlösser an. Das ist ja 50, 60 Jahre. Oder vielleicht noch älter. Das sind doch keine Sicherheitsschlösser. Das sind ganz normale, uralte Schlösser mit diesem, wie nennt man das? Schlüssel mit Bart. Also hier nicht hier, guck dir das mal an, da. Ja, das sind die ganz alten, die kenne ich aber auch noch. Die kenne ich bei mir von meinen Eltern noch, von Schuppen nur, aber jetzt nicht für die Wohnung.
Die hatten, glaube ich, so ein Schloss damals bei der Veranda. Ja, das ist ja schon richtig lange her. Aber das sieht man ja auch eigentlich, wenn man jetzt sich die ganze hier mal. Gehört der Schornstein zum Grundstück? Das Frage, weiß ich nicht, ob der zu dem Gebäude hier noch gehört. Aber denk mal fast ja. Vielleicht, guck mal, da ist ja was zugemacht worden. So, Leute. Mehr gibt es hier aber auch nicht zu sehen. Leider nicht. Deswegen machen wir uns jetzt wieder vom Acker. Vielleicht finden wir ja noch eine andere schöne Location. Ansonsten bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt. Die Lipties on Tour. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao.